Du hast gesagt, dass deine Preise für dein Parfüm, deine eigene Marke, du hast die Preise einfach erhöht. Weil extrem erhöht, ja, die werden noch teurer. Aber ohne dass jetzt irgendwie die Produktion, hast du gesagt, 10 Euro, vielleicht Ja, ein bisschen ist mehr. ja bei allen so. Die Leute sind ja nicht dumm. Und die Leute kennen die Produktionspreise. Aber ich sag dir auch was, was pervers ist. Wenn ich jetzt mein Parfüm für 349 Euro in den Store tue und ich sage dir, Leroy, das kostet 8 Euro in der Produktion. Ich überlege mir aber auch, warte mal, weißt du, was fair wäre? 39 Euro wäre eigentlich auch fair, für die 39 Euro zu verkaufen. So habe ich früher gedacht. Und dann hat mir einer beim Grillabend gesagt, ich bin mir mehr wert als ein 39-Euro-Parfüm. Ich gesagt, hä, das ist doch so dumm, das ist doch das gleiche Spiel, Mann. Ich bin zufrieden mit 39 Euro. Und jetzt sage ich dir was, ich verkaufe dieses 349-Euro-Parfüm und gib dir Arsch 80% Rabatt, Alter. Und du kriegst es für 72 Euro. Und dann sagst du, boah, geil!